Das neureiche Newcastle United fängt an, konkrete Pläne für das kommende Transferfenster vorzubereiten. So soll der deutsche Nationaltorhüter Marc-André Ter Stegen ganz oben auf der Liste bei den Magpies stehen. Die Engländer sollen im Januar bereit sein, umgerechnet 54 Millionen Euro zu zahlen. Der finanziell stark angeschlagene FC Barcelona soll offen für ein Angebot sein. Ter Stegen selbst sagte, dass er sich in Barcelona sehr wohl fühle und nach seiner Zeit gerne in die Heimat nach Deutschland zurückkehren würde. Tanguy Nianzou hat in der Innenverteidigung viel Konkurrenz. Immer wieder gibt es deshalb Gerüchte zu einem möglichen Leihgeschäft. Beim 5:2-Sieg gegen Benfica Lissabon in der Champions League durfte sich der 19-Jährige erstmals in der Startelf des FC Bayern beweisen. Trainer Julian Nagelsmann will ihn weiter fördern und ihm Spielzeit geben. Als Trainer habe ich den Anspruch, dass sich ein Spieler verbessert und ich ihm eine Chance gebe, sagte Nagelsmann nach dem Spiel. Nach Sport1-Informationen heißt es, dass er nach aktuellem Stand der Dinge über den Winter hinaus bleiben soll. Er ist vielleicht das aufregendste Juwel bei Ajax Amsterdam, Anthony Mateus dos Santos. Vor allem in den beiden Champions-League-Spielen gegen Borussia Dortmund glänzte der 21-Jährige und trieb die BVB-Defensive ein ums andere Mal in den Wahnsinn. Deshalb überrascht es auch nicht, dass unter anderem der FC Bayern mit dem Brasilianer in Verbindung gebracht wird. Laut Medienberichten zufolge sollen neben dem FC Barcelona auch Manchester City, der FC Liverpool und die AS Monaco ihr Interesse bekundet haben.